Hallo, heute werde ich mal hier dieses Durchgangsfutter ändern. Ich möchte nämlich gerne einen Stichbogen haben. Also jetzt ist es ja ganz gerade und finde ich einfach nicht so schön. Ja, schaut es euch mal an. Viel Spaß dabei. Ich habe mir eine Schablone gebastelt, das ist jetzt die obere. Dann habe ich meine 16er MDF-Platte, das wird die Bekleidung werden. Und jetzt habe ich hier einen Schaftfräser mit einem Anlaufring. Das ist ein 12er Fräser. Und mit dem werde ich das jetzt hier bündig fräsen. Dazu drehe ich jetzt meine Platte um. Fahre mit dem Anlaufring unten an der Schablone lang und die Schneide fräst das bündig. Geht's. Also so fräse ich jetzt im Gleichlauf. Das geht natürlich nicht. Das heißt, der Fräser dreht sich so rum. Gleichlauf heißt, ich bewege mich in der gleichen Richtung, wie ich die Fräse schiebe. Das geht nicht. Ich muss von der anderen Seite fräsen. Im Gegenlauf. Der Fräser muss sich so bewegen. Das Material nach außen wegschneiden. Warum? Weil sonst zieht mir jetzt die Fräse voll rein ins Material. Also andere Seite.
nächsten Schritt möchte ich mir hier eine 15 Grad Schräge anfräsen. Habe ich hier einen Fräser mit, auch wieder mit Anlaufring. Da muss ich jetzt allerdings in zwei Schritten arbeiten, weil meine Schneide ist nicht hoch genug. Die ist bloß 12 und meine Platte ist 16 mm. Der Ring wird jetzt unten an der Kante geführt. Jetzt bleibt hier oben was stehen. Das nehme ich einfach hier mit meinem Schabhobel weg. Jetzt lahme ich die gefälzte Leiste hier außen schon mal drauf. Wir haben ungefähr 35 Grad. Im Schatten gefühlt auf jeden Fall. Es ist Sommer. Falls ihr denkt, hier wäre es unordentlich, kennt ihr ja den Spruch, ne? Der Aufräumt ist zu voll zum Suchen. Ich mache es auch lieber, wenn ich nicht so muss. Die Außenseite habe ich ja nur mit der Stichsäge gesägt. Ist auch ein bisschen ärgerlich, aber die Rückseite sieht man ja nicht. Das Ungleichmäßige wird ausgeglichen durch die Leiste.
seid ihr auch noch da. So, ich bin fertig mit meinem Stichbogenfutter. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Oder vielleicht habt ihr ja noch Verbesserungsvorschläge, dann schreibt es mir auch gerne in den Kommentaren. Würde mich interessieren. Und ihr wisst ja, wenn euch dieses Video gelangweilt hat, vielleicht einfach mal den Rechner ausmachen und an die frische Luft gehen und die schöne Sonne genießen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.